Das hier sind die verrücktesten Super Mario Cartoon Animationen, die es im Internet gibt. Aber welche kennt ihr? Denn von Mario Kart bis zu Super Mario 64 ist wirklich alles dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze hier gefällt und abonnieren nicht vergessen für mehr Videos. Und damit geht's auch schon los ins Video, Freunde. Was zur Hölle passiert hier? Okay, das war ein sehr merkwürdiger Anfang, aber es geht los, denn das hier ist der Super Mario Film als Cartoon verpackt. Ihr könnt ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr den Super Mario Film im Kino gesehen habt. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen und let's go, Freunde. Wir sehen Bowser hier einfach mal, okay. Ich weiß noch nicht, ob alles von der Reihenfolge her passt. Oder ob das einfach so der Film nur dargestellt, also keine Ahnung, Freunde. Ah doch, das müsste, glaube ich, so der Film in Cartoon-Form dargestellt sein. Aber natürlich nicht ganz 1:1, sondern ein bisschen überspitzt. Aber da sehen wir von, wie hieß es nochmal, Luigi's Mansion. Ja, das müsste von Luigi's Mansion hier sein aus dem Film. Oh ja, Leute, ich finde das so geil. Also Mario ist auf jeden Fall meine ganze Kindheit. Und oh mein Gott, ich habe eigentlich alle möglichen Mario-Teile gespielt. Aber so war das, so lief das nicht bei Mario ab. Da sehen wir Prinzessin Peach. Okay, und da läuft Mario rein. Mario ist begeistert. Okay, jetzt erstmal hier ein Jump'n'Run oder was? Ah, das war im Film auch so. Doch, das war im Film auch so, dass Peach gezeigt hat. Und Mario jetzt voll, ja, jetzt nicht die beste Leistung hatte. Sagen wir es mal so. Oh ja, Leute, ist halt richtig nice, weil es einfach als Cartoon dargestellt wurde. Oh, Bowser ist ein bisschen besauer. Ah, die Musik liebe ich doch. Die Musik liebe ich. Oh, Mario Galaxy, wie ich es auch geliebt habe. Einfach mal als Baby Mario. Okay. So, jetzt sehen wir hier Prinzessin Peach. Und sie wird jetzt, glaube ich, zu Feuer Peach. Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Ja, das ist Feuer Peach. Sehr nice, sehr nice. Ah! Als Bowser mit dem Klavier gespielt hat, auch im Film. Ah, schon sehr cool. Auch sehr geil gemacht als Cartoon, ne? Peaches. Peaches, genau, das Lied. Er ist ein bisschen umgewandelt hier worden. Also singen kann er. Oh, der Kampf gegen Donkey Kong. Sehr cool. Und Diddy Kong auch noch. Huh? Okay, das war jetzt hier einfach. Ja, und da ist Luigi schon in der Zelle drin und die anderen halt auch. Ah, und diese Umwandlung da, genau. Ja. Genau. Freunde, ihr wisst Bescheid. Oh, Mario Kart! Boah, das ist die DS-Musik. Das ist die DS-Musik. Und hier Top mit dem Panzer, den gibt es sogar auch auf dem Nintendo DS. Rainbow Road. Ja, Leute, das ist die legendäre Regenbogenstraße. Vom DS auch. Oh mein Gott. Da kommen Erinnerungen hoch. Da kommen Erinnerungen hoch. Let's go! Boah, und die Musik. Will er auch mal losfahren? Ah, die Hälfte ist eh runtergefallen. Oh. Hammer. Ja, da wurden sie von der Wolke zurückgebracht. Ah, Bowser. Boah, bekommt von Peach auf jeden Fall einen Korb, aber das lässt er nicht auf sie sitzen. So, Donkey Kong und Mario sind in den Mund gefangen. Donkey Kong haut volle Kanne gegen und wird so rausgelassen aus diesem Seemonster. Und die Eisblume rettet auf jeden Fall noch die Hochzeit von Bowser und Peach. Und da wird einfach mal der erste Abknaller, wie ich ihn nenne, auf die Burg geschossen. Aber das war eine ganz einfache Absolvierung. Das ging ja einfach. Schaut euch das mal an. Bowser haut ihn auf den Boden. Oh, das ist der finale Kampf jetzt.
Und Mario und Luigi bekommen den Pilz. Ja, nice. Sehr nice. Cool. Und so besiegt man Bowser bei Super Mario 64 übrigens. Also ich denke mal, die meisten von euch... Wobei, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele von euch kennen noch Super Mario 64? Das war ein super cooles Spiel. Das gab es ja auch damals auf dem DS noch, aber boah, Hammer. Ich hab's gespielt. Sehr nice, sehr, sehr nice. Also es ist auf jeden Fall eine Darstellung von dem Film, was hier passiert, nur als Cartoon, 100%, das nur halt ganz, ganz kurz gefasst halt, ne? Viele Sachen wurden auch weggelassen. Oh, wir sehen jetzt hier, Bowser kommt wieder, macht die Pflanze kaputt, ist die Eisblume. Huh? Was, das war doch eine Eisblume, oder? Okay. Also das hier ist auf jeden Fall eine... Ah, das ist Outro. Ah, okay, von dem Film hier. Was zur Hölle? Lol, ein Elefant. Also ich muss sagen, die ganzen neuen Mario-Teile, die jetzt auch für das Switch und so draußen sind, da bin ich nicht so drin. Also ich bin eher so von dieser alten Generation, muss ich dazu sagen. Aber ich bin mal gespannt, was ich hier noch so erkennen kann. So ein Foot. Alter, diese Pflanze ist super nervig. Der sagt... Ist das nicht Eis oder bin ich lost? Also ich glaube, das ist gar nicht eine Eispflanze. Aber was für eine Pflanze soll das sein? Ich, also... So, Luigi haben wir auch am Start. So, Todd auch. Ja. Nice. Oh. Also die hat auf jeden Fall ganz gut abhängen können. Was ist denn das für eine... Ey Leute, ihr müsst mir mal in den Kommentaren helfen. Was ist das für eine Blume? Ich kenne die gar nicht. Ich kenne eigentlich alles, aber das scheint irgendwas Neues zu sein. Also Todd ist jetzt hier auf irgendeinem Krater, versucht sich noch festzuhalten. Aber der blaue Todd hilft ihm noch. Oder auch nicht. Der gelbe Todd fällt runter. Oh, Yoshi ist am Start. Und Yoshi gönnt sich auf jeden Fall hier ein bisschen was zu naschen. Ja, schlafen soll, ne? Reicht doch mal. Genug gearbeitet. Peach haben wir am Start. Das ist keine Eispflanze, definitiv nicht. Das Eichhörnchen wurde zum Super-Eichhörnchen. Luigi haben wir am Start. Der kann sich noch so gerade eben retten. Hier noch ein Elefanten-Mario. Leute, gibt es jetzt Elefanten-Marios? Also, das wusste ich gar nicht, falls die wirklich gibt. Oder kann auch sein, dass es nur im Cartoon so ist. Also der verwandelt sich jetzt in den Ist das ein Stein oder ein Fleischklumpen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es müsste doch Bolognese sein, ja. Ein Fleischklumpen. Oh, wie ich das Spiel geliebt habe. Super Mario Sunshine. Leute, Super Mario Sunshine gab es auf der Nintendo GameCube. Ich habe es als Kind geliebt. Und es ist die Story. Der Anfang im Flugzeug. Oh mein Gott. Auf der Landefläche, wo es verschmiert wird. Und da, Leute, ey, wirklich, wenn ich das sehe, es ist geil. Es ist einfach nur geil, wirklich. Boah, ey, Hammer. Wie ich das Spiel geliebt habe, ey. Hier mit dem Wasserbehälter, den man auf dem Rücken hatte. Aber der wird jetzt ins Gefängnis geworfen von der Polizei. Ich weiß noch, als ich das damals als Kind gesehen habe, war ich voll traurig und habe gar nicht verstanden, warum die Super Mario, also Mario, ins Gefängnis gesteckt haben. Es ist wirklich die Story von dem Spiel einfach mal als Cartoon dargestellt. Delfino Plaza und die Musik! Die Musik, oh Gott, nein, 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 oh, die Kopfen tot, das ist ja... Oi, 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 oi. Ich meine, das ist aber gar nicht im Spiel passiert.
Das, daran kann ich mich erinnern, dass dieser blaue Mario, das war der Rivale in dem Spiel. Und den musste man quasi verfolgen. Und jetzt wurde gestoppt. Ja, genau, die Pflanze. Diese Pflanze, diese Dreckpflanze. Oh, und immer... In dem Spiel ist man quasi über diese Ems, das waren so Farbe, die immer drauf geschmiert wurde auf irgendwelche Statuen. So konnte man quasi in die Welten kommen. Ey, ich sag euch ehrlich, da kommen solche Erinnerungen hoch, ne? Also es ist wirklich so ein Hammerspiel und es weckt solche krassen Erinnerungen. In meinem Kindheits-Ich, es ist der Wahnsinn. Lasst ein Like da, wenn ihr Super Mario Sunshine feiert. Oh, das erste Level, das allererste Level. Und die Musik. Das war der erste Gegner, den man im Spiel hatte, diese Pflanze. Und damals hatte man auch noch, ist die Pflanze wieder dreckig. Oh, die roten Münzen einsammeln für die Sterne. Ja, der ist immer so über diese Seile balanciert. Das war auch ganz cool. Oh, sehr nice. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Was ist das denn? Der hat den Tentakel abgerissen. Stimmt. Schaut euch das mal an. Ah, das war dieses Extra-Level, glaube ich. Lol, was macht denn Steve da? Nee, das passt hier gerade nicht. Ah, die da immer getanzt. Oh, ja, stimmt. Oh, das mit der Melone sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts. Das war, da weiß ich jetzt nicht gerade genau, was es sein soll. Oh, am Turm. Oh, die farbigen Yoshis, das war das Beste an dem Spiel. Das war das Beste. Man konnte immer so farbige Yoshis bekommen und die ankotzen. Das war richtig cool. Ja, das war mega. Ah, immer diese Sonnenbrille. Ach stimmt, man konnte auch eine Sonnenbrille bekommen in dem Spiel. Und an dem Turm, da war auch so ein Stern, der sich die ganze Zeit gedreht hat. Oh, und da kommt man in die Sonne reinschauen, nach oben. In diesem Stern. Und dann ist man woanders gelandet. Und daran kann ich mich nicht erinnern. Also, ihr müsst euch vorstellen, dieser Wasserrucksack, der hatte verschiedene Aufsätze. Und je nach Aufsatz hat Mario zum Beispiel hoch in die Luft gekonnt. Er konnte verschiedene Düsen benutzen. Und das war auf jeden Fall echt geil damals. Das war jetzt die normale Wasserdüse. Und er konnte die aber auch so einstellen, dass er zum Beispiel damit höher springen konnte. Ich muss sagen, das weiß ich jetzt hier gerade gar nicht. Aber das sieht echt... Oh. Hammer. Sehr cool. Das hat mir auch gerade gar nichts. Ah, doch, das Achterbahn-Level. Boah, es gab eine Quest, da konnte man diese Achterbahn fahren. Das war so cool und Raketen schießen. Das war so nice. Und dieser farbige, böse Mario haut hier ab mit Peach. Zur Insel. Und da musste man ihn jagen auf der Achterbahn, diesen farbigen Mario. Das ist sogar die Aufgabe. Das ist die Aufgabe, von der ich geredet habe. Ich habe es noch in meinem Kopf. Und ey, es ist locker 20 Jahre her oder so. Ohne übertreiben zu wollen. Das war locker vor 20 Jahren. Oder vor 15 Jahren. Und da musste man versuchen, diesen Bowser-Roboter mit den Raketen abzuschießen. Boah, boah, ja, genau. Das war auf jeden Fall im Spiel nicht so, das kann ich euch garantieren. Oh ja. Ey Leute, ich wünsche mir irgendwie gerade, dass diese Animation nie zu Ende geht, ne? Das ist so eine coole Animation. Oh ja, die Ansicht kenne ich auch. Da oben hier, wo mein Mauszeiger ist, da gab es auch irgendwas. Da konnte man auch immer... Nee, was war denn da? Da war glaube ich, auch ein Stern, der sich immer gedreht hat. Irgendwie sowas war da. Ah, jetzt habt ihr auch gesehen, das war der andere Aufsatz, womit er quasi so gleiten konnte über den Boden. Ah, und der gönnt sich hier ein bisschen Musik. Macht den Boden sauber. Stimmt, den Boden musste man es auch sauber machen bei der Quest. Also Aufgabe. Das hat man gemacht, indem man Wasser gestreut hat. Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Keine Ahnung. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Okay, der scheint wohl ein bisschen sauer zu sein. Ah,
an die Aufgabe kann ich mich erinnern. In diesem Hotel war das, glaube ich, ne? Oh. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich hätte so Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Wenn ihr Bock habt, ich würde, glaube ich, echt nochmal ein Let's Play machen, wo ich das Spiel einfach in einem Video durchballer oder sowas. Wenn ihr das wollt, lasst einen Daumen nach oben, da mache ich das vielleicht echt. Geil, ey. Das war ein Casino, stimmt. Oder so ein... Ja, der ist auf jeden Fall falsch gelandet. What the hell? Ah, an diese Dimension kann ich mich noch erinnern. An diese Dimension kann ich mich noch erinnern. Ich bin ein Chuckster, okay. Leute, was zur Hölle geht da ab? Ah, und der Vulkanausbruch. Oh, stimmt. Ah, wobei, ich glaube, daran kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Also, keine Ahnung genau, aber das kommt. Ich hab so Teilerinnerungen noch. Okay. Wasser. Okay, da kommt man das Boot da mal steuern über den, diese Wasserdüse. Das war auch nice. Und das war glaube ich der Bosskampf in dem Spiel. Auch sehr cool, sehr, sehr cool. Okay. Das ging ja sehr schnell, der Bosskampf. Und Prinzessin Peach wurde befreit. Hier dieses farbige M wieder. Luigi ist hier auch zu Besuch. It's me, Mario. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Super Mario 64, ey, was habt ihr mit mir getan, Leute? Dieses Spiel, ich habe sogar auf der Nintendo 64 gespielt und nicht auf dem Nintendo DS. Da kommt man damals immer dieses Gesicht so langziehen mit dem Nintendo 64 Controller. Boah, das war cool. Man hat ja so Grimassen gezogen. Und das ist das Intro. Ja, das ist, das ist hier der Chat am Anfang. Das war normalerweise ein Tagebucheintrag damals. Das ist hier nur die veränderte Version. Okay, also wir sehen jetzt hier, Mario ist auf jeden Fall im Schloss angekommen. Und bei dem Spiel musste man immer in Gemälde reinspringen, um halt in die Level reinzukommen. Und das erste Level war so ein Bombenlevel, kann man es so nennen, glaube ich. Okay, er sammelt einfach die Münzen ein, die Bomben im Menü ein. Oh nein, die Bomben sind gestorben. Was? Das war im Spiel nicht so, Freunde. Das war im Spiel definitiv nicht so. Das ist der Bombenkönig, den bekämpft man auch im Spiel. Also im ersten Level oder zweiten, glaube ich, zweiten Level. Den musste man immer so hin und her werfen, immer dahinter laufen, auf den Boden werfen. Und das versunkene Schiff, boah. Oh, dieses Lied. Leute, dieses Lied. Ich bekomme richtig Bock, das zu spielen, wenn ich diese Musik höre, ne? Ah, und in dem Level gab es auch ein Easter Egg. Da konnte man so krass abkürzen. Das war dieses Rutschlevel. Das war auch cool. Ja. Aber da hat man den Stern nicht bekommen, wenn man da dieses Easter Egg immer benutzt hat. Irgendwie sowas war da. Stimmt, da muss man sich immer vorbeischleichen an diesen schlafenden Fleischfresserpflanzen. Ah, das ist schon das Turmlevel gewesen. Und hier das Eisrennen gegen den Pinguin. Da gab es auch ein Easter Egg, wo man abkürzen konnte. Okay, der hat ein bisschen Eis abbekommen. Ja, den Pinguin. Nein, und der Vater. Ja, stimmt, der war immer so sauer. Oh, und dann wieder in die Sonne schauen. Das war dieses Turmlevel im Himmel. Hä? Luigi und Mario? Oh, das Geisterschloss. Das Geisterschloss. Das ist hier schon in dieser unendlichen Treppe. Falls ihr das noch kennt, das war so eine unendliche Treppe und dann das Bild hat sich immer verändert. Genau, und da war eine Falle vor, ich wollte schon sagen. Ja, hier wurde abgekürzt. Also normalerweise geht man noch durch ein Level durch und hat dann Bowser als Endgegner. Aber das ist halt, das ist das, was ich meinte. Man musste immer versuchen, hier Bowser gegen diese Kugeln zu werfen und dann mehrere Mal und irgendwann ist halt gestorben, ne? Das ist der Schlüssel. Und das war der Schlüssel für unten den Keller.
Ja, es wird natürlich sehr krass abgekürzt, aber eine ganze Story in ein Video packen ist doch sehr schwierig, ne? Hammer. Oh, das Wüstenlevel. Ich hab's gehasst, weil ich das als Kind nie hinbekommen habe. Ich habe immer versucht abzukürzen über diese Hügel. Es hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert. Und das war schon das nächste Bowser-Level. Bosskampf. Und Mario ist hier ein bisschen größer geworden. Wir günstigen. Nice. Das Level. Ah, das war einmal, wo man so hochkatapultiert wurde. Kann das sein? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also Affen gab es da, glaube ich, gar nicht im Spiel. Eine Wolke? Ah, das kommt mir bekannt vor. Ja, ja, mit der Uhr, in die man reinspringen konnte. Und das war die unendliche Treppe. Ja, und dann immer diese Musik, die da lief im Spiel. Stimmt. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ah, die Kamera, genau. Ah, und das war wirklich das Endlevel, von wo man gegen Bowser angekämpft hat. Und hier wird Mario quasi als Opa dargestellt, weil diese Treppe immer länger wurde und kein Ende in Sicht hatte in dem Spiel. Ah, das war cool. Und er kommt als Opa an, weil er so lange gelaufen ist. Und selbst Bowser ist schon kaputt, weil er einfach so lange gewartet hat. Und da wird Prinzessin Peach befreit. Aber als Opa Mario. Oh. Oh, Leute, Super Mario 64 war einfach ein cooles Spiel. Ja, was soll ich sagen? Wenn ihr weitere von solchen Mario-Animationen sehen möchtet, Daumen nach oben nicht vergessen, liken und abonnieren nicht vergessen. Dann mache ich das gerne. Hat echt Spaß gemacht.